Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen von den Malediven, genauer gesagt im Südariatoll vor der Insel Lux, springen wir hier heute ins Wasser für unseren nächsten Tauchgang. Und dieser Tauchspot ist bei sehr vielen Tauchern und Tauchsafari-Booten von den Malediven sehr bekannt, denn hier hat man die Möglichkeit, mit den größten Fischen unseres Planetens zu tauchen bzw. diese Tiere überhaupt zu sehen. Die Rede ist von den Walhaien und als wir ins Wasser gesprungen sind, kam dieser 5,5 Meter große Walhaibulle hier angeschwommen, ganz gemütlich und hat uns begutachtet. Und diese Tiere können bis zu 13 Meter lang werden, haben eine bis zu ca. 11 cm dicke Haut, also die dickste Haut im Tierreich, und ernähren sich einzig und allein von Plankton und Krill, also den kleinsten Lebewesen, die es in unserem Meer gibt. Warum diese Fische hier so gerne hochkommen, also sprich an dieses Riff kommen, wissen die Wissenschaftler nicht genau. Man vermutet, dass sie aus den Tiefen des Ozeans hochkommen, um sich hier aufzuwärmen oder um Nahrung aufzunehmen. Und nachdem der Walhai jetzt im tiefen Blau wieder verschwunden ist, haben wir unseren Tauchgang fortgesetzt. Bevor man so einen Tauchgang allerdings macht, erhält man von dem örtlichen Guide ein sogenanntes Briefing. Das heißt, es werden so gewisse Eckdaten und Rahmenbedingungen vorgegeben und der Tauchplatz wird meistens auch noch aufgezeichnet. Ich zeige euch mal, wie das Ganze hier aussieht. Das ist die Karte, die wir quasi gesehen haben am Anfang, als wir noch über Wasser waren. Die Karte oder der Tauchplatz heißt Lux Beiru, also sprich das Außenriff. Die maximale Tauchtiefe beträgt 30 Meter. Dann eine maximale Tauchzeit von 60 Minuten oder 50 Bar, je nachdem, was man zuerst erreicht, um einfach so ein bisschen Gefahren auszuschließen. Des Weiteren seht ihr gerade, dass das Riffdach in einer Wassertiefe von 5 Meter ist und dass das Riff dann bis auf 30 Metern abfällt. Das werdet ihr auch gleich nochmal im Video weiterhin sehen. Ihr seht oben, seht ihr schon so die ein oder anderen Tellerkorallen und das ist dann so das Riffdach in einer circa Wassertiefe von 5 Metern. Wir machen hier einen sogenannten Drifttauchgang, einen sehr leichten Drifttauchgang, denn wir haben eine sehr leichte Strömung, die uns hier von Westen nach Osten an diesem Riff vorbeitreibt. Man muss sich das ungefähr vorstellen, man schwebt im Wasser und die Strömung sorgt dafür, dass man leicht gleichmäßig über dieses Riff hinübergezogen wird und man eigentlich sehr viele Tiere, sehr viele Fische sehen kann. Es ist ein sehr intaktes Riff, dazu komme ich nachher nochmal zu sprechen. Ihr seht auf jeden Fall sehr viele Fische, von Doktorfischen, Papageifisch, hier vorne der rote ist ein Soldatenfisch, der hier ganz gemütlich rumchillt. Jetzt kommt von rechts nach links ein Papageifisch geschwommen. Da kommt er auch schon, der hier einfach mal durchs Bild wuselt. Und es ist wirklich, das kann ich euch sagen, eine sehr beeindruckende Erfahrung, denn die Fische, man merkt, dass die Fische einen Taucher realisieren, aber sie haben nicht unbedingt Angst vor den Tauchern. Das ist im Gegensatz zu der Oberfläche dann hier nochmal komplett anders. Es gibt so viele verschiedene Farben, zum Beispiel hier diese Orient-Süßlippe, so heißt dieser Fisch, mit dieser richtig schönen gelben Färbung, unterscheidet sich natürlich mit dem roten Fischen. Also es gibt so viele verschiedene Fische, so viele verschiedene Farben, die man hier begutachten kann und wo man sich eigentlich gar nicht genug satt sehen kann. Oben war das Riffdach bei 5 Metern Tiefe und ich zeige euch jetzt mal so, wie das Riff, ich sag mal, leicht abfällt. Ihr seht jetzt gleich auch den Robert, der jetzt hier rechts im Bild reinkommt, da ist er. Und dieses Riff fällt jetzt hier ganz gemütlich ab und unten dieser Bereich, den man gerade noch so schemenhaft erkennen kann, da ist die Wassertiefe so ungefähr, ich schätze mal, 35 Meter tief. Man kann überall an diesem Riff entlang tauchen und das ist auch etwas, was sehr schön ist für Anfänger. Das heißt, als Anfänger dürft ihr mit dem Open Water Schein in eine maximale Tauchtiefe von 18 Meter und wir befinden uns hier in einer Wassertiefe von ca. 6-7 Metern und ihr seht wunderschöne Farben, ihr seht schöne Fische, bunte Fische, ihr könnt hier alles sehen. Selbst der Walhai war in einer sehr seichten Wassertiefe und das ist halt auch schon für Beginner sehr schön geeignet. Jetzt in der Bildschirmmitte seht ihr ganz hinten den Titan-Drückerfisch. Einen großen Fisch, der auch in Ägypten sehr häufig vorkommt, der wirklich durch seine Größe schon ein bisschen
wie soll ich sagen, ja, schon ein ordentliches Kaliber hat. Und dieser Fisch, wenn er brütet, greift er gerne mal alles an, was ihm zu nahe kommt. Es ist ganz wichtig, dass man dann weiß, okay, brüten diese Fische gerade oder brüten sie nicht. Wenn sie nicht brüten, kann man die sehr, sehr nah begutachten. Wenn sie brüten sollten, sollte man schauen, dass man den Tieren nicht zu nahe kommt, weil die auch gerne mal einen Taucher in die Flossen beißen. So, aber da braucht man eigentlich, wenn man sie so sieht, keine Angst haben. Jetzt seht ihr gerade hier vorne, seht ihr eine Anemone, die im Meer sich hin und her wiegt. Und die habe ich gesehen und schwimme jetzt mit der Kamera drauf zu. Das, was ich heute gemacht habe, ist, ich habe halt eine sehr lange Aufnahme gemacht, um euch einfach mal so einen Einblick zu verschaffen, wie für mich als Taucher und für mich als Kamerafilmer, für mich als YouTuber, so ein Tauchgang aussieht. Ich bin jetzt erstmal zu der Anemone geschwommen, habe jetzt erstmal geguckt, gibt es hier irgendwelche giftigen Fische, vor denen ich mich in Acht nehmen muss, wie zum Beispiel Steinfische oder ähnliche, und habe jetzt hier die maledivischen Anemonenfische so ein bisschen begutachtet. Das sind keine Nemos, nur mal so nebenbei. Das sind maledivische Anemonenfische. Das Piepen, was ihr gerade eben gehört habt, das war mein Tauchcomputer, der mir gesagt hat, hey, du befindest dich jetzt in einer Wassertiefe von 6 Metern. Also immer, wenn ihr dieses Piepen hört, dann ist das mein Tauchcomputer, der mir sagt, hey, die Wassertiefe beträgt 6 Meter. Warum, wieso, weshalb, wird nochmal in einem anderen Video erklärt. Der Drückerfisch, den werdet ihr nachher nochmal sehen. Ich habe jetzt so ein bisschen hier über das Riffdach geschaut, in der Hoffnung, irgendwie eine Schildkröte oder so zu finden. Habe ich aber keine erspähen können und drehe mich jetzt um und sehe dann ein Tier. Ich weiß nicht, ob ihr es direkt jetzt erkennen würdet, den Oktopus. Hier unten rechts bewegt er sich jetzt gleich und dann ist er spätestens für euch, glaube ich, alle zu erkennen. Dieser Oktopus denkt sich, oh, was kommt denn da Großes auf mich zugeschwommen? Hei, 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 hei. Und klammert sich erstmal hier schön gemütlich an diesem Felsen fest und beobachtet mich. Ich habe mir gedacht, gut Junge, ich werde dich mal ein bisschen näher begutachten. Und das hat ihm nicht so ganz gefallen. Er hat sich dann direkt verdünnisiert, hat sich dann direkt jetzt hier versteckt in so einer kleinen Höhle. Ich bin noch mal ein bisschen hinterher geschwommen, um euch diese Höhle zu zeigen, aber wollte das Tier dann auch nicht weiter ärgern bzw. auch nicht provozieren, weil er sich da schon so wirklich, ich sag mal so ein bisschen, ihr seht es hier gerade, so ein bisschen eingegraben hat. Und da habe ich gesagt, gut, alles klar, ich will dich nicht unnötig provozieren, nicht unnötig ärgern und mach mich wieder von dannen. Das ist auch mit eine der wichtigsten Regeln, die ich euch direkt mit auf den Weg geben möchte. Das, was wir mitnehmen aus dem Meer, sind Erinnerungen und Bilder. Und das, was wir hinterlassen, sind Luftblasen. Das heißt, wir fassen keine Tiere an, wir streicheln nicht irgendwelche Oktopoden, wir füttern keine Muränen, wir versuchen nicht einen Fisch zu fangen, sondern wir nehmen einfach diese Eindrücke wahr und das finde ich ist auch enorm wichtig. Ich habe allerdings so eine kleine Regel, wenn mich ein Fisch berührt, dann überlege ich mir, ob ich ihn auch berühre. Das heißt, wenn von dem Tier der erste Kontakt zustande kommt, wie zum Beispiel bei Haien, als ich den Haitauchgang auf den Malediven gemacht habe, wenn mich der Hai anstupst, dann stupse ich zurück. So, dann überlege ich mir, ob ich zurückstupsen möchte, beziehungsweise dann halte ich mir die Option frei, ihn anzufassen. So, das ist meine persönliche Regel. Mit der fahre ich eigentlich, glaube ich, ganz gut. So, jetzt tauchen wir hier gemütlich weiter und dann kommt da vorne ganz gemütlich eine Schildkröte auf und zu geschwommen. Und jetzt geht so erstmal ein bisschen Panik, macht sich breit. So, ich gucke, vor mir ist der Robert. Das heißt, ich habe da unnötige Luftblasen drauf. Wie kann ich die beste Kameraposition jetzt einnehmen? Von welcher Seite aus kommt das Licht? Ich schwimme jetzt so ein bisschen rechts an Robert vorbei, um so ein bisschen, ja, die Schildkröte schön drauf zu bekommen. Dann kommt jetzt rechts noch der Taucher, der so ein bisschen der Schildkröte eigentlich den ersten Fluchtweg absperrt. Ihr seht es jetzt auch, die Schildkröte macht so ein bisschen so einen kleinen Fluchtversuch. Ich lasse hier die Lücke frei, aber begleite sie natürlich mit der Kamera und kriege diese, wie ich finde, sehr geile Aufnahme hin. Mit dem tiefen blauen Meer im Hintergrund schwimmt sie ganz gemütlich an mir vorbei. Und was ihr jetzt nicht seht, diese Schildkröte macht ganz gemütlich mit ihren Flösschen wusch, wusch. Und ich muss wirklich richtig Vollgas geben, um hinter diesem Tier hinterherzukommen, weil die Strömung dann halt gerade bei mir schon ein bisschen sich mehr, wie soll ich sagen, sie macht sich mehr bemerkbar. Und das war dann halt schon ein bisschen
ich sag mal, anstrengender für mich. Ihr werdet jetzt gleich sehen, ich lasse die Schildkröte jetzt in Ruhe auftauchen und mache mich wieder zurück zum Riff. Ihr seht jetzt gleich erstmal, dass ich da doch schon ein paar Meter gemacht habe. Und das ist halt wirklich das, wie ich finde, das Krasse. Du machst so 2-3 Meter, die Schildkröte bewegt sich so elegant, so leicht. Und da merkt man erstmal diese Stromlinienförmigkeit dieser Tiere, wie sie halt mit wirklich so minimalem Aufwand ganz gemütlich dir wegschwimmen können. Naja, ich schwimme jetzt auf jeden Fall wieder zum Riff in der Hoffnung, dort irgendwelche anderen Tiere zu sehen. Was für Tiere kann man überhaupt sehen? Auch das bekommt man bei dem Briefing so ein bisschen mitgeteilt. Natürlich ist das Highlight bei diesem Tauchgang hier gewesen der Walhai. Diese Walhaie können in allen möglichen Höhen und Tiefen hier vorkommen. Also der kann oben in 5 Metern Höhe kann er entlang schwimmen. Der kann aber auch unten in 30 Metern vorbeischwimmen. Da muss man so ein bisschen die Augen aufhalten. Im Blauwasser, das was gerade hinter der Schildkröte war, dort hat man die Möglichkeit verschiedene Haie zu sehen, wie graue Riffhaie, Weißspitzenriffhaie, Adlerrochen, Stachelrochen, zum Beispiel Fuchshai hatten wir auch dort gesehen. Dann größere Fischschwärme wie Barracudas, Thunfische, Makrelen oder aber auch Napoleonfische sind dort gerne mal am Vorbeiziehen. Da muss man halt dann so ein bisschen drauf achten und so ein bisschen drauf schauen. Ansonsten, wenn man diese Tiere halt nicht sieht, hat man immer noch das Riff und dieses Riff wuselt halt immer mit allen möglichen Tieren voller Leben, egal ob es Fledermausfische sind, ob es Doktorfische sind, Feilenfische, Drückerfische, auch ein paar giftige Skorpionsfische. Es gibt auch teilweise Steinfische, die wie Korallen aussehen, an denen ich bestimmt vorbeigetaucht bin, die ich aber gar nicht wahrgenommen habe, weil sie sich so dermaßen gut getarnt haben, was halt wirklich schwierig ist, diese Tiere überhaupt zu entdecken. Dann kommt immer wieder die Frage, wie lange kannst du mit so einer Flasche eigentlich unter Wasser bleiben? Und das ist eine Frage, die kann man gar nicht so leicht beantworten. Das ist genauso, wie weit kommst du mit 100 Litern Sprit? Das kommt komplett auf das Fahrzeug an, welches man fährt und wie man dieses Fahrzeug fährt. Man muss sich vorstellen, ich bin unter Wasser eher so der LKW, muss man halt so sagen. Das heißt, ich verbrauche gerne mal ein bisschen mehr. Robert ist dann schon so ein bisschen der schnittigere Sportwagen, gerade halt so wegen dem Widerstand, den man halt irgendwie wegbewegen muss, die Fettmasse, die bewegt werden muss. Das sorgt alles dafür, dass der Spritverbrauch bei mir schon mal wesentlich höher ist. Um diesen Spritverbrauch überhaupt zu messen und um das Ganze auszurechnen, gibt es und helfen Tauchcomputer. Ich habe zum Beispiel einen Tauchcomputer mit einem Sensor und dieser Tauchcomputer zeigt mir sehr, sehr viele Informationen an. Ich zeige euch jetzt gleich mal meinen Tauchcomputer und dann werdet ihr sehen, dass wir uns momentan in einer Wassertiefe von ca. 7,20 m, 7,30 m bewegen, wo wir hier gerade sind. Und dass der tiefste Punkt, den wir bei diesem Tauchgang erreicht haben, ich glaube 11,50 Meter war. So, jetzt wird es mal Zeit, dass ich mal meinen Tauchcomputer hervorhole. Dauert noch ein kleines Sekündchen. So, jetzt kommt der Tauchcomputer. Da merke ich doch schon, wie ich an der Arm rumwusel. Am Ärmchen rumwusel. So, da haben wir den. Ihr seht oben links die aktuelle Tauchtiefe 7,3 Meter. Die maximale Tauchtiefe 11,5. Die bisherige Tauchzeit 48 Minuten und ich verbrauche derzeit 15 Liter pro Minute. Ich habe noch 94 Bar Luft in meiner Flasche und die Zeit bis zur Reserve sind 23 Minuten. Also TTR ist die Zeit, die ich noch habe bei meinem momentanen Luftverbrauch in der momentanen Tiefe, bis ich 50 Bar erreicht habe. Das berechnet mir mein Computer automatisch. Allerdings müsste man das Ganze auch bei einem Tauchkurs manuell berechnen können. So, und das Wichtige ist, dass man dann halt einfach weiß, und das ist halt so auch ein bisschen die Erfahrung, die man mit der Zeit kriegt, dass man einfach weiß, okay, ich habe jetzt noch 94 Bar Luft, verbrauch momentan 15 Liter pro Minute. Das heißt, wenn es jetzt hart auf hart kommen würde, kann ich noch bis zu einer halben Stunde hier in dieser Tiefe ganz gemütlich verbringen. Das ist halt, was ich gesagt habe mit dem LKW. Wenn der LKW berghoch fährt, also sprich gegen die Strömung, und dann richtig viel Gas gibt, dann verbraucht der auch ein bisschen mehr Sprit. Bei mir ist das nicht der Sprit, sondern bei mir ist das der Luftverbrauch. Wenn ich mit der Strömung fahre, also bergab, und den Gang auskuppel, also selber nicht mit den Flossen schlage,
dann verbrauche ich auch wesentlich weniger Luft. Das, was ich jetzt hier bei diesem Tauchgang mache. Wenn ich dann zum Beispiel so eine Schildkröte verfolge, dann kann das mal gut sein, dass ich bis auf 20, 25 Liter Luft pro Minute komme. Und je tiefer man taucht, desto mehr Luft verbraucht man auch. Also ihr müsst euch vorstellen, jetzt schaut ihr euch gerade dieses Video an und um euch herum herrscht ein Bar Luftdruck. So, wenn ihr jetzt in 10 Metern Tiefe seid, herrschen dort nicht ein Bar Druck um euch, sondern ihr habt 2 Bar Umgebungsdruck. Das heißt, ihr verbraucht das Doppelte an Luft. Es ist relativ leicht zu rechnen. Für jede 10 Meter, die ihr tiefer taucht, kommt ein Bar hinzu. Das heißt, bei 30 Metern Tiefe haben wir 4 Bar Druck und ihr verbraucht das Vierfache an Luft. Das heißt, ich würde nicht 15 Liter verbrauchen, sondern an dieser Stelle dann halt 60 Liter Luft. So, und mit 60 Liter Luft, brauchen wir auch nicht drüber reden, ist die Flasche natürlich wesentlich schneller leer, als jetzt hier in 7 Metern Tiefe, wo ich knapp ein bisschen mehr als 20 Liter Luft verbrauche. So, und genauso kann man das sich dann halt ganz gemütlich ausrechnen. Also ich komme mit dieser 15 Liter Flasche, die ich jetzt beispielsweise auf dem Rücken hatte, in dieser Tauchtiefe von 7,5 Meter kann ich circa 1,5 Stunden ganz gemütlich rumtauchen. Ein Robert könnte in dieser Tiefe, vermute ich mal, fast 2 Stunden auskommen. Einfach weil der Typ wesentlich weniger Luft verbraucht, weil der eine kleinere Lunge hat. Wenn der sich anstrengt, der ist wesentlich fitter, der ist wesentlich mehr im Training, der verbraucht einfach wesentlich weniger Luft als ich. So, ich glaube, dass das einigermaßen relativ erklärbar war. Solltet ihr irgendwo in diesem Video irgendeine Frage haben, weil ihr irgendein Tier seht, was ihr gerne erklärt haben möchtet, wo ihr gerne wissen möchtet, was das für ein Tier ist, dann schreibt mir bitte die Zeit rein und schreibt mir bitte rein, was ihr genau wissen wollt. Ansonsten kriegt ihr von mir einfach nur die Tierbezeichnung mit hinzu. Oder wenn mehrere Tiere da sind, beschreibt es einfach so. Was weiß ich, keine Ahnung, der schwarze Fisch oben links oder so. Oder wenn ihr irgendwelche besonderen Tiere seht, die ich vielleicht jetzt gar nicht gesehen habe, außer jetzt halt die normalen Rifffische, dann könnt ihr es natürlich auch reinschreiben. So, hier sieht man auch, dass sich die Fische ganz gerne mal unter so einer, ja, so ein bisschen vor der Sonne schützen, so ein bisschen Schatten suchen, was ich sehr witzig fand irgendwie in dem Moment. Man taucht dann halt da lang. Links seht ihr die Doktorfische, die dann da ganz gemütlich im Kreis rumgeschwommen sind. Und man dümpelt da ganz gemütlich entlang. Und das ist halt so krass. Die Fische nehmen einen wahr, aber jucken sich eigentlich so überhaupt nicht an einem, was ich wirklich sehr schön finde. Jetzt muss ich kurz Pause machen. Ihr seht jetzt hier 55 Minuten Tauchzeit. Ich befinde mich in einer Wassertiefe von 5 Metern und mache jetzt etwas sehr, sehr Dummes. Ich habe jetzt hier den Rotfilter abgemacht. Ich habe noch 80 Bar Luft in meiner Flasche, verbrauche 14 Liter pro Minute. Der grüne Deko-Bereich-Balken, den lassen wir erstmal außen vor. Da werde ich euch mal separat ein Video zu machen, weil das ist so ein bisschen schwieriger zu erklären. Das geht dann in einen etwas anderen Bereich. Und warum ich jetzt hier diesen Filter drauflege, hat einfach damit zu tun, ab einer Wassertiefe von ca. 5 Metern verschwindet die rote Farbe. Ihr seht jetzt hier, dass das Riff wesentlich schöner aussieht. Also, ich habe jetzt hier ein bisschen nachbearbeitet, damit es ein bisschen vernünftiger aussieht. Aber leider habe ich den Rotfilter abgemacht. Und dadurch sieht diese Aufnahme so ein bisschen, ich sag mal ganz ehrlich, ein bisschen trauriger aus. Allerdings sieht es halt nur auf der Kamera so aus. Also so trist, wie es jetzt hier aussieht, so milchig blau, so ist es nicht in Wirklichkeit. Ihr seht ja hier sehr viele Tellerkorallen, die jetzt hier oben, die jetzt so auf dem Riffdach sind. Wir sind jetzt hier kurz vor dem Ende des Tauchganges. Also das heißt, man hat schon so die mit dem Tauchguide sich schon mal so ein bisschen abgesprochen. Und dann sieht man hier noch eine Gräfes-Seegurke. Das war, damals habe ich das Tier in Thailand das erste Mal gesehen. Ich wusste damals noch gar nicht, was es ist. Ich habe es damals Blumenkohlfüßler genannt. Wie gesagt, Gräfes Seegurke. Bevor ich jetzt erstmal mit der Kamera nah ran gehe, habe ich erstmal geschaut, ob es irgendwelche giftigen Fische sind, ob es irgendwelche giftigen Tiere gibt, die mich irgendwie stören könnten, während ich dieses Tier filme. Ich habe auch noch keine Ahnung, wie dieses Tier sich überhaupt ernährt und
ob das Tier giftig ist oder ähnliches. Ich weiß nur, dass es eine Gräfes-Seegurke ist und mehr weiß ich bisher darüber noch nicht. Und dass ich sie sehr häufig schon gesehen habe, was ich sehr cool finde. Also das Tier verfolgt mich doch sehr häufig, ebenfalls wie der Trompetenfisch, der bei meinem ersten Tiefseetauchgang, oder Tieftauchgang, nicht Tiefsee, sondern Tieftauchgang, eine bleibende Erinnerung hinterlassen hat. So, während wir jetzt hier so den Tauchgang beenden, schaue ich nochmal so hier halt über diese Fächerkorallen, hoffe halt immer noch so ein bisschen darauf, eine Schildkröte zu sehen oder dass halt ein Walhai vorbeikommt. Man weiß es halt nie genau. Ihr müsst euch vorstellen, man schaut sich eigentlich die ganze Zeit um, versucht irgendwelche Sachen oder besonderen Tiere zu entdecken oder zu finden. Und es ist eigentlich so wie eine riesengroße Suche im Heuhaufen. Weil es kann mal irgendwo eine sehr, sehr kleine Schnecke sein. Schaut euch zum Beispiel nochmal das Wracktauchvideo von der Rosi an auf Gozo. Da geht unser Tauchlehrer hin, unser Tauchguide, und zeigt uns eine wirklich millimetergroße Schnecke, die da in den Algen hängt. Auch hier haben wir sehr viele Schnecken gefunden. Und wenn man sich vorstellt, auf der einen Seite sucht man nach dem Walhai oder hofft, dass der Walhai vorbeikommt. Man sucht dann aber nach Oktopoden, nach Muränen, nach Schildkröten, nach so vielen Tieren. Einige Tiere sind halt sehr schnell, wie zum Beispiel Haie, die im Blauwasser entlang schwimmen. Da haben wir zum Beispiel einen Fuchshai gesehen. Andere Tiere wie Muränen hängen irgendwo zwischen den Höhlen oder in einer kleinen Höhle und gucken nur mit ihrem Maul raus und sind relativ schwer zu erkennen. Das ist halt so ein bisschen die Faszination. Man weiß wirklich nie genau, was erwartet einen jetzt bei dem Tauchgang. Was sieht man, was kriegt man zu Gesicht, welche Tiere zeigen sich. Und das ist irgendwie so ein bisschen die große Begeisterung, die dieser Sport meiner Meinung nach auch mit sich bringt. Das Ungewisse. Man weiß nicht genau, was ist in den nächsten 2 Minuten, welches Tier sieht man, welche Begegnung hat man. Und es gibt teilweise Begegnungen, wie zum Beispiel auch mit dem Manta, was ihr aus diesem Musikvideo gesehen habt. Da kommt dieser Manta enorm nah an einen heran, schaut einen an, begutachtet einen ebenso wie der Walhai. Und das sind Begegnungen, die man wirklich als Erinnerungen mitnimmt, die diese Faszination eigentlich ausmacht. Und ich kann euch wirklich nur den Tipp geben, probiert ein Schnuppertauchen aus, diese Schwerelosigkeit, dieses freie Bewegen unter Wasser ist wirklich phänomenal und kann ich auch wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, solltet ihr irgendwelche Fragen haben, solltet ihr irgendwas wissen wollen, welche Tiere was sind oder und, schreibt in die Kommentare. So, hier seht ihr unseren Tauchguide, der jetzt gerade bei allen abfragt, ob alles in Ordnung ist. Da oben ist jetzt eine Tauchboje. Und diese Boje schickt man raus erstmal, damit andere Boote einen sehen, damit andere Boote wissen, oh, da sind Taucher und die halt nicht mit, was weiß ich, keine Ahnung, 20 Knoten über einen hinwegballern. Und damit das eigene Tauchboot weiß, ah, da ist unsere Gruppe, die wir gleich wieder einsammeln müssen. Und deswegen hält man sich so an diese 60 Minuten, weil sie einfach wissen, innerhalb dem Moment, wenn man ins Wasser springt, bis zu 60 Minuten, irgendwann in diesem Zeitfenster, muss diese rote Boje an die Oberfläche kommen. Und sollte die dann nicht oben sein, dann ist wahrscheinlich irgendetwas passiert. Und deswegen soll man sich an diese Zeiten halten. Natürlich kann sein, dass irgendwas zwischendurch ist, dass man sich nicht gut fühlt und sagt, hey, ich möchte doch lieber auftauchen. Dann jagt man diese Boje halt vorher hoch. Aber dafür sind dann halt die Guides an der Oberfläche, die halt die ganze Zeit darauf achten, dass man diese Boje schießt. Wir schwimmen jetzt ein bisschen weg vom Riff, damit wir vom Boot abgeholt werden können. Ich zeige euch auch jetzt nochmal meinen Tauchcomputer, weil wir machen einen sogenannten Safety Stop. In einer Wassertiefe von 5 Metern bleiben wir 3 Minuten auf dieser Höhe, auf dieser Tiefe, um das Stickstoff in unserem Blut, in unserem Gewebe zurückzubilden. Und der Tauchcomputer zeigt einem dann an, wie lange man noch hier insgesamt verweilen muss. So, Robert gibt mir jetzt hier das Zeichen fürs Auftauchen. Das heißt nicht, es ist alles in Ordnung. Das ist das Zeichen, wir tauchen auf. Ich gucke jetzt hier auf meinen Tauchcomputer. Da ist keine Meldung, dass ich nochmal warten muss. Das heißt, da habe ich schon gewartet. 62 Minuten hat der Tauchgang insgesamt gedauert. Und wir tauchen jetzt hier auf. 3,30 Meter. 3 Meter. Und wir tauchen dann ganz gemütlich an die Oberfläche. Schauen uns um, ob irgendwo andere Boote kommen.
Was ganz wichtig ist, weil wenn jetzt da irgendwie ein Boot kommt, heißt es nochmal schnell abtauchen. Aber ich muss ehrlich sagen, das habe ich noch nicht erlebt. Kleine Fische verabschieden uns dann. Da unten seht ihr dann nochmal das Riff, von dem wir uns quasi hier verabschieden und sind an der Oberfläche. Und hier seht ihr jetzt gerade die Wasserbungalows von der Insel. Ich drehe mich dann meistens einmal rum. Da ist der Robert, da seht ihr diese rote Boje und da ist unser Tauchdoni, das uns jetzt abholt. Und ja, mit diesen ja, Impressionen verabschiede ich mich und bin auf eure Kommentare gespannt. Ich bin raus. Gut Luft, euer Commander Krieger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.